Hallo Schnaggis, willkommen mal Speed Shop. Heute haben wir eine Schrottplatztour. Ich bin mit dem Caddy hier, mit dem Gully Golf. Und da vorne ist mein Schrottplatz. Und da gehe ich jetzt hin. Wisst ihr Bescheid? Guck mal, was wir hier haben: ein Peugeot, unser Auto. Mit guten Vorderreifen. Oder nicht? Kann man den nicht nehmen für unseren? Reifen macht gerade nicht im Kopf. Das ist ja abgeschlossen, aber es hat gleich ein Auto rein, theoretisch, ne? So als Kombi. Aber mal schauen, mit Udo mal fragen. Dann hat sich das Reifenproblem auch schon gelöst. Hat er auch dieselben Felgen drauf, auch mit so einem fetten Tiefbett? Ja klar, diese komischen Felgen auch drauf. Ja, fährt ja Ass rein. Das wäre ja mehr wie geil. Geile Farbe, ne? Kriegst du richtig Bürgerreiz bei. Astra G. Ose. So. Golf 3 Cabriolet. Immer mit den schönen Alufelgen drauf. Innenausstattung und ich hier noch drin. Oh, schade, dass die so verwohnt ist. Zerpflückt ist. Aber die wäre echt noch geil gewesen. Die hätte ich mir noch irgendwo eingebaut. Radius Original Golf 4, was da drin ist. Der war auch kaputt. Real. Oha. Naja, egal. Steht denn hier Schönes? Maschine? Ach, ein 2,5er TDI. Den haben wir auch schon mal gehabt, das Ding, ne? Da bin ich gar nicht mehr auf aktuellen Stand. Da muss ein bisschen unsere Augen aufhalten. Ich bin eigentlich relativ blauäugig hier und ich habe ein paar Sachen, die ich im Kopf habe. Zwei Vorderreifen für den Caddy habe ich noch im Kopf. Die sind hier auf so einem Schrottcaddy drauf. Waren die wenigstens noch vor einer Woche. Und ein bisschen Kleinkram, ne? So Turan-Rückleuchten besorgen und halt sowas, ne? Aber muss man mal gucken, wie das so läuft hier. Alter, wird immer nackiger, ne? Guck mal, da fischen die Hälfte dran an den Ding. Fischen die Rückleuchten natürlich nicht dabei. Alter, warum, Alter? Krass. Solche neuen Autos, weißt du, so zerlegt, so sehen, das ist auch was ganz, ganz Spezielles. Typische Charisma, aber so viel Charisma hat er wohl nicht mehr. Die kennen wir alle, die haben wir ja schon. Oh, hier, die Schrottboxen sind auch langsam voll, die jetzt hier liegen. Hier ist ganz viel vom Lost Place Hof übrigens, wenn man seine Augen so aufhält, sieht man das. Die Fahrräder waren vom Lost Place Hof. Da weiß ich noch, hier, unser Schloss auch noch da vom letzten Mal. Den wir abgeladen haben, Rufen und ich. Tatsächlich. So, ich schau mal eben, ich mach mal eben einen Überblick. Ich frage noch ein paar Sachen nach und dann gucken wir meinen aktuellen Stand an. Mal gucken, bis gleich. Hier, höher gelegter W202. Was ist dabei? Hochflügel, das durch. Türen überraschend gut. Ja, gut. Ich will mal in Kettenteile gucken. Peugeot-Reifen kann ich wahrscheinlich kriegen, wenn ich Glück habe. Mal gucken. Aber nicht heute. Alter, hat er einen drin, ne? Ja, mein Schriftzug ist immer noch drauf. Reifen vorne am Max. Nucky da. Immer auch keine Haube, die aufgeht. Ärgerlich. Wir drin in den schönen Caddy. Aber sieht man hier mit hier Rückbank und Kabinenausbau. Nicht so interessant für mich. So, erstmal eine Parkscheibe in Ehren. Kann niemand verwirren. Ich habe nämlich gar keine. Jetzt habe ich eine. Radio? Naja, gut. Was haben wir denn hier? Ein Benziner ist das übrigens. Sehe ich gerade. Ah ne, hier ist kein Benziner. Ist ein Diesel. Ich war gerade das Drehzahlmesser ein bisschen verwirrt. So, ich brauche diese Schalter hier. Weil die habe ich bei mir in Caddy nämlich nicht. Und ich habe da so eine Druckanzeige sitzen und die liegt mir auf den Sack. Deswegen nehme ich mal ein bisschen Airbag-Gefriemel und so was extra mit. Muss ja auch mal sein. So. Warnblinkerschalter habe ich bei mir nämlich hier. Aber da kann ich mir immer noch einen Fall der Versuchsscheinwerfer rausbasteln oder was? Nee, ist ein Benziner. Hier, Gasbetrieb, tatsächlich. War ja letztes Mal sogar so. Hab ich sogar gesagt, ne? Stimmt. Diese Mittelkonsole ist bei mir auch ein Arsch. Weil die Handykuh hier zerschnibbelt an der Seite. Wegen dieser komischen Ladedruck-Spezialanzeige. Die muss ja eigentlich raus. Scheiße. Kann ich eigentlich machen. Ich tausche die einfach aus. Wäre eigentlich ein Plan. Hier, die Brötchen sind immer noch da. Wer Hunger hat, nur für euch. Nur für euch zu knabbern hier. Da muss das mal da rein. Der Schalter geht schwer raus. Ich brauche mir zwei Hände. Bin gleich wieder für euch da. Na gut, so geil ist die auch nicht. Lass die mal drin. Meine Schalter habe ich schon mal. Da kann ich mal was draus basteln. Meine Blenden. Die müssen mit. Radio kann gleich wieder rein. Das brauche ich nämlich nicht. Das passt mir optisch nicht so ganz in meine Autos rein. Kann ich euch liegen lassen. Hauptsache, das kommt nicht weg. Weil da kann immer einer gebrauchen. Weil wer kein Radio hat, nimmt auch so ein Radio, ne?
Das haben wir kaum noch gebraucht. Müllkonsole ist bei mir heile. Hier habe ich einen anderen Schaltknopf drin. Ich habe der Lautsprecher in der Tür und hatte man da nicht ursprünglich. Man hatte nur hier gehabt. Aber gut, das frisst aber auch kein Brot. Ja, mir ist ja eigentlich gar nicht dran, ne? Was ist hier noch? Serviceheft oder was? Fahrtenbuch. VW-Bordbuch. Hey! Radioblende. In Plastik. Auch cool. Die nehmen wir auch mit. Die kommt zur Sammlung hier. Hab ich noch nie gesehen. Was ist das hier oben noch? Garantiebedingungen? Ja, mir nicht. War wohl mal ein Top-Auto gewesen von der Pflegezustand her. Betonung auf wahr. Jetzt ist er halt Schrott, ne? Ja, Sachen gibt's. Cool, Radioblende. Original, tatsächlich. Achtung bei Radioeinbau. Das ist ja cool. Das nehme ich mit Vergnügen mit. Gefunden haben. Originalkanister von der US Army. Reservekanister. Der kommt mit in die Sammlung. Auch so cool. Den schneiden wir hinten am Jeep dran oder sowas. Scheißegal. Erstmal haben. Voll cooles Ding. Lucky Hammer ist noch hinten drin. Kabel liegen noch drin. Gasanlage, das ist der Gastank. Krass. Schaut doch schon ein Auto eigentlich. Da liegen noch die geilen Felgen von den 7er BMW, der hier letzten stand. Aber die kannst du auch leben. Die hat keine KBA-Nummer, nichts drauf. Ich hieß ein Leben nicht eingetragen. Leben nicht. Hundertprozentig nicht. Aber cool trotzdem. Hier, B-Corsa auf Arbeitshöhe. Ist gut. Neue noch nicht von ab. Aber der hing auch schon am Kran. Den kannst du auch vergessen. Immer nach Projekten meine Augen offen, aber nach dem B-Corsa so geil bin ich auch nicht drauf. Obwohl der relativ... Ah nee, der ist ziemlich gar. Oder? Ja, geht noch. Wäre rettbar, aber lohnt sich nicht. So, jetzt gucken wir mal in die Kleinwagenfront nochmal ab, wie der so rumsteht. Ziemlich cooles E30 Limousinen-Dings. Ich schätze, E36 meine ich. Ich schätze mal hier ein 318er oder 316er mit minimalen Rostloch im Schweller. Alter, ich habe den direkt da drin sitzen. Kein Wunder, warum der ruhig durchrostet. Dafür so relativ kernig. Blech drauf, fertig hier ist. Ne? Schade, das sind eigentlich schöne Autos. Mittelarmlehne, Automatik. Automatik? Könnte vielleicht doch ein Sechszylinder sein. Mal gucken. In der Haubenzone funktioniert. Gucken wir uns mal an. Ne, 318er oder 316er, nichts Besonderes. Schade. Wäre der Motor geiler gewesen, wäre viel doller was gewesen. So ab 325 wäre der interessant. Ah hier, 318er, sag ich ja. Vierzylinder. Astra F. Machen wir lieber nicht auf Edition. Halb Motor drin. Tiefe Leer Twingo mit rotem Faltdach. Das können wir auch nirgendwo einbauen. Schade. Faltdach brauche ich noch, ein Twingo-Faltdach, aber nicht in I, in schimmelig. Nenn ich in Rot. Aber sonst? Funktionieren tut es noch, ne? Ja, tatsächlich. Das geht wirklich gut. Aber Rot? Ne, haben wir kein Auto für. Ich hätte gerne im F5 ein Faltdach später. Das Schiebedach hier eh in den Arsch ist, kann man das durch ein Faltdach ersetzen, oder nicht? C-Klasse, C180 oder was? Nichts Großes auf jeden Fall. Nicht viel Ausstattung. Ja, 6N, für diejenigen, die 6N mögen, einmal reingucken. Wie gesagt, wenn ihr Teile braucht oder was, ne, dann meldet euch bei Udo. Aber nicht bei mir, ne? Ich bin hier kein Teileorganisator. 175, 65, R13. Da kann ich dann auf den Golf fahren. 4 Cinquecento. Was hat ein Citroën Saxo oder was ist das für ein Ding hier? Wie juckt man Saxo? Tatsächlich. Den kennen wir ja. Trauern tun wir alle, aber ist zu spät. Golf. Golf 5? Kein Golf 6, ich weiß. Bagger ist geil, ne? Aber das ist übrigens ein Betrieb hier. Was liegt denn da hinten noch für eine Kiste rum? Ich muss mal eben gucken. Wollte ich letztes Mal schon mal gucken. Da komme ich ja gar nicht hin. Ich buddel mich mal durch, dann gucken wir da hinten, was da für ein Ultraman noch rumfliegt. Ist das? C-Kadett? Granada? Keine Ahnung. Wir gucken mal.
Ist schwer, ne? Schwer zu erkennen. Was haben wir denn hier? Adam Opel AG. Fahren wir mal Rüsselsheim. Baujahr steht nicht mehr drauf, oder? Ne. Alter, kennt man ja gar nicht. Ist das ein Kadett Coupé gewesen oder was? Oha, ne, die auf die Fresse fliegen. Kann das Heck noch sehen? Oh, nicht auf die Fresse fliegen. Nicht auf die Fresse fliegen. Aber ich will das wissen. Ich glaube, das ist ein Kadett Coupé. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vom Heck her sieht es ungefähr so aus. Haut mal in die Kommentare, was ihr meint. Auf jeden Fall ist das ein Kadett Coupé im Arsch, Ole. Da kannst du gar nicht mehr reinretten. Aber hier so gerade rumliegt, ne? Hier mit Ausstellfenster sogar drin. Cool. Das ist ein Kadett, bin ich mir ganz sicher. B-Kadett, C-Kadett. Geil. Noch ein B-Corsa. Vantage Edition. Von der Karosse her besser wie der andere. Komm, wenn man so guckt. Liegt schon im Schrottcontainer drin, ne? Aber. Weißt du, Schrottcontainer heißt ja nicht gleich Schrott, ne? Der ist besser. Üblicher Motorhaubenrost vorne. Ich bin kein B-Corsa, Frau Welt. A-Corsa wäre das schon lange bei mir. Aber relativ dicko, das Ding. Aber mit einer Plakette drauf. Das heißt, hat die Stadt mal eingesackt, Papiere eingezogen und das ist auch wieder kacke. Da gucken wir mal eben noch mal hinten. Und liegt voll auf der Reserveradwanne auf. Die ist ein Arsch. Hat doof gelaufen. Aber gut, gucken wir mal weiter. Ja? Ja? Gut, wenn ich über den Hammer stolper, dann schmeiße ich sie wieder rüber. Geht klar? Dafür nicht! So, guck mal weiter. Wenn wir den Hammer sehen, einmal piepsen. Öko-Dreck. Aber C-Corsa. Müssen wir aktuellen Stand haben, ne? D-Corsa. Aber die, guck mal, die Dinger sind geil, die Sonnenblenden, ne? Haben sie schön umgebaut. Haben wir noch so hier einen Gurken? Jetzt gucken wir ein bisschen weiter hinten. Aber wir müssen ja einmal einen Blick drauf haben. Müssen ja einmal wieder einen Überblick haben. Weil es kann immer sein, dass es ins Auto entgeht hier. Ne? Was sind das denn für Kisten hier? Ein Tablett. Für Großküchen. Das ist eigentlich geil für Öl ablassen. Schöner kleiner Kühler. Ah, der ist irgendwie auch geil. Ich finde, Lupo, der hat was. Ja, ich habe die Kommentare übrigens gelesen. Ihr sagt, das Originallack. Wird immer nachgeduscht. Ich glaube nicht, dass der Original so ist, oder? Aber der Wildner gut aussieht. Ich finde das voller Tuning-Opfer. Aber gut, 1 Liter MPI drin. Nicht ganz so interessant. Teile schon rausgeschlachtet. Stoßstange schon weg. Hätten wir früher kommen müssen. So, was macht denn unser schöner Nissan Maxima? Da bin ich auch noch ganz geil drauf. Aber wie gesagt, bis keiner diesen Feuerwehrhobel hier kauft. Übrigens habe ich letztens hier vom Björni von anderen Leuten mal zugeschickt gekriegt, wie der noch ein Einsatz war. Der ist gar nicht mehr lange her. Vor 4 Jahren war der noch ein Einsatz, der Hubel hier. Der war noch nicht ganz so gammelig wie jetzt. Stadt Wilhelmshaven, nicht? Katastrophenschutz. Oh, ist sogar offen. Geiles Ding. Oder nicht? Ich finde, der hat was. Feuerwehr Wilhelmshaven. Der kann sich so reinsetzen und so mit nach Polen fahren. Aber der hier ist für mich mein Interessenbereich hier. Der hat ich noch Bock drauf. Das ist schon wieder eine Rarität. Das siehst du immer so Maxima oder wie das Ding heißt. Nee, Sentra. Sentra ist das Ding, nicht Maxima. Ich habe keine Ahnung von Nissan. Guck mal, jetzt sind noch die restlichen Teile für den anderen Polo. Lupo. Oh. Aha. Übrigens hier Patrol. Mein Vater hat gefragt, der wollte ihn ursprünglich selber für sich haben. Ich fand das voll geil. Aber ist ein Abwracker, also kommt man nicht mal ran, die Papiere. Nur so für euch eben so gesagt. Nur dass ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, wollt ihr das von ihr haben, müsst ihr halt. Das hier ist übrigens bei euch nochmal KSW-Schrott im Wilhelmshaven. Ja? Inhaber ist Udo Salmann. Und wenn ihr was kaufen wollt, hier nicht mich kontaktieren, sondern ihn. Weil wie gesagt, ich kann keinen Versandhandel machen, das schaffe ich es halt nicht gar nicht. Definitiv nicht. Weil ich habe viele gehabt, die gesagt, kannst du mal das besorgen und rüberschicken. Kann ich nicht. Definitiv nicht. Erstmal zeitlich nicht und zweitens will ich Udo nicht auch auf den Sack gehen damit. Verfall von dem Auto geht immer weiter, ne? Aber die Fußmatten konnte ich mir mitnehmen für den Caddy. Die Gummimatten. Aber hier hinten ist alles beim Alten, wa? Dämpfermatten drin, kein Gummi. Oh, geiles Lenkrad. Auch geil. Mit Airbag, mit Luftsack drin.
verstehe nicht, warum die den ganzen Kram zerpflücken. Ach, guck mal, das schöne Auto, ey. Das sieht noch so sauber aus. Das tut richtig im Herzen weh. Der kann besser offen jetzt, wa? Alter Schwede, tut doch im Herzen weh. Ein Golf 5 Variant ist das, ne? Das tut so richtig im weh. Das ist ein Almera, das ist was anderes, ne? Das sieht man auf dem Schrottplatz mal, aber das sind ja Autos, die sieht man da nicht so oft. Ich habe noch keinen Hammer gesehen bisher. Skoda Octavia, Abwracker. Ah, viele Tourans und sowas hier, ne? Mercedes. Auch mal ein angeschalteter Touran. Komplett halb zerlegt. Aber hier ist nicht nur Schrott bei, ne? Ich kann dir mal die anderen Seiten noch zeigen. Innen sind auch noch ein paar Autos. Aber das zeige ich nur einen Teil davon, weil vieles davon von Udo privat und Udo ist selber Ausschrauber, ist Opel-Schrauber. Deswegen alles, was Opel hier steht, da hat Udo Ahnung von. Da kann er sich in- und auswendig mit aus. Oh, hier nochmal so ein 5er Golf-Variant. Alter Schwede, ey, nochmal hier so am Rumliegen. Fahrzeug wird verwertet. Ja, wurde verwertet. Ach Leute, das tut mir immer noch im Herzen weh. Muss ich nur so gesagt haben. So, aber der 2er Golf bin ich noch dran, wie gesagt. Aber aktuell kein Platz. Genau wie der Rover, den hätte ich auch gerne noch. Oh, keine Motorhaube dran. Nicht in den schönen Rover. An nichts passiert, ein Glück. Der ist so selten. Der ist nicht schön, aber selten. Und der ist von innen voll verhurt, ja, dieser hier. Kommt jetzt mit Hundehaaren, das sieht man auf dem Bild nicht. Deswegen ist der auch noch hier. Aber ich gehe mal davon aus, er wird irgendwann noch mal in die Speedshop-Gegend kommen vielleicht. Mit Udo mal ganz lieb sprechen. Okay, er weiß das sogar schon. Gut. Jetzt zeige ich nochmal die inneren Abwracker, weil drin schon auch ein paar. Die kennt ihr noch gar nicht. Und hier, ja. Ja, und ihr müsst die Blumen gießen. Übrigens, Fun Fact an der Seite für euch, ne? Dieser Wagen hier ist ein 1.0 TDI. Der hat keinen Turbolader mehr. Ja. Ich weiß aber, wo der ist. Ihr wahrscheinlich jetzt auch. Gut, gehen wir mal rein. Sahnestücke am Stehen hier. LT. Das ist aber alles Sammlung hier, ne? Das ist nichts, was hier für ein Schrottplatz ist. Guck mal, mitten drin noch ein schönes Verwerk. Abwracker-Motor. Ah ne, das ist kein Abwracker-Motor, das ist ein Klappermotor. Schönes Auto, ne? Nee, das ist aber Privatsammlung von Udo. Und dann von der Ascona. Tiefer gelegter Golf 4 oder einfach nur tiefer? Oh, Umweltaktion. Oh, schade. Das ist ein schöner Golf 4. Oh, der ist echt lecker. Abwracker. Kommen wir nicht bei. GTI. Ja, aber GTI beißt sich doch mit Umweltaktion. Da wollen Diesel drin sein, wa? Yep, TDI, sag ich doch. Ja, schade drum. Hier, Audi A4. A6. Ich habe auch ein 2,5er TDI drin, wa? V6. Kann sein, erkenne ich auf ersten Blick nicht. Ascona 1,6er. Das war kein Schrott, wie gesagt. Das ist kein, ne, braucht ihr nicht deswegen anrufen oder was. Das sind Autos, die sind hier unverkäuflich. Gut, der hat aber auch kein Turboschloch in der Art, ne. Ne, der hat diesen komischen Geraden. Der passt bei mir nämlich auch nicht. Ne, geht nur der vom AFN-Motor, original. Vom hier Passat 3BG, der kleine. Gut, das war's hier von Udo, vom Innenraum. Und einiges weiter, ne. Wie gesagt, Caddy-Reifen haben wir da hinten, vorne zwei Stück. Ja, Peugeot-Reifen kriegen wir wohl auch. Also ist schon ein guter Schritt weiter. Sehr guter Schritt weiter. So, jetzt nehme ich mal einen coolen Kanister. Der ist sowas von geil. Was mit der Patina? Musste ich haben. Habe ich nur gesehen, musste ich haben. Wie gesagt, von hinten so ein Caddy rumliegt, ist eh nur Müll. So, und dann mache ich mich hier von danne. Und das war übrigens unser Schrottplatz-Video. Übrigens, dieses Ding hier, ne? Ist eine Hinterachse. Echt? Ja, ist eine. Vom hier, ne, war der, ist die von Camaro? Ich glaube, die ist von Camaro, von meinem alten Schlachter Camaro oder mit dem weißen aus meinen alten Videos noch. Und hier vorne, das ist die Vorderachse aus meinem alten Camaro. Habe ich hier das abgegeben und seitdem liegen die Dinger hier rum. Ist ganz cool. Also wenn wir mal irgendwie in den Arsch gehen, habe ich hier einen Ersatz erlegen, ne? Gut, ja, das war es so viel hierzu. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich verstehe gar nicht, warum die jetzt Abwracker in FSI reinhauen.
Warum das so ist, das verstehe ich auch nicht so ganz. Das hat mehr Spachtel dran wie alles andere. Ja gut, das war mal wieder ein kleiner Einblick in Udos Schrottwelten. Ne? Hoffe, hat euch gefallen. Ich halte euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden hier, was hier so rumfliegt. Weil, wie gesagt, bei so einem coolen Scheiß. Das letzte Schrottplatz auf der Welt, wo du noch so einen coolen Kram kriegst. Wo du wirklich so einen Oldschool-Kram oder so findest, den sonst nirgendwo anders findest. Eine Radiobände ist auch cool. Gut, haut rein, bis die Tage, legt euch hin, ne? Und munter. Das ist ein Schrottplatz-Video. Ja, wenn ich Udo nicht hätte. Ohne Udo wird hier in Wilhelmshaven nichts laufen. Ist wirklich so. Ohne Scheiß. Naja gut, wir haben jetzt Peugeot-Reifen, wir haben jetzt hier Caddy-Reifen, wir haben ein bisschen Kleinkram für den Caddy. Ist doch geil, willst mehr. Wenn du so eine Radiobänder, habe ich gedacht, die kann man mal irgendwo reinsetzen, wo man kein Radio rein soll oder was. Sieht nicht ganz so beschissen aus. Wenn du so eine Karre hast, die du für 320 Euro verkaufen musst oder was, dann lieber so. Ja, ne? Und vor allem der Kanister ist geil, ne? US Army Original Kanister, in nicht versifft, ist schon cool. Naja, gut. Ich würde mal sagen, das war unsere Schrottplatz-Expedition. Ich beende das nochmal, einmal ist ja langweilig. Ne? Ich gucke gerade noch ein bisschen durch die Gegend. Und ich würde sagen, legt euch hin, bis die Tage und jetzt aber richtig munter. Ne? Aber seid munter, schlaf nicht ein, wie gesagt. Fuscherforum ist auch coming. Oder ist schon gekommen. Eins von beiden, keine Ahnung. Das Video kommt übrigens einen Tag später. Wisst ihr Bescheid? Munter. Einen Tag später von was? Das ist keine Sau. Aber ist egal. Das ist halt Gurkenprinzip. Gut, haut rein!